Hi, vielen Dank, dass du dieses Video anschaust. Hier ist Michelle. Sie ist 17 Jahre alt und sie geht noch zur Schule. Sie war sehr frei und offen zu antworten und hat das Gespräch förmlich aufgesogen. Ihre liebe Art wird den Zuhörer beeindrucken. Siehe dir das Video an und erlebe, dass die Botschaft sie berührt hat. Hallo, guten Tag, wie heißt du? Michelle. Hi Michelle, wir haben Corona und es ist ein bisschen schwer, in Schule zu sitzen und Freunde und Vorlesungen zu haben. Und wie findest du das, Michelle? Ich finde es auch ein bisschen, ja, doof oder schwierig, da man auch ein bisschen, da man sehr eingeschränkt ist oder viel zu Hause ist und nicht viel machen kann. Aber man muss das Beste aus der Situation machen, weil was bleibt einem anderes übrig? Und auch manchmal ist es schwer, Freunde zu treffen und vielleicht beim Spielen oder etwas Sport machen oder so. Freunde zu treffen ist auch schwer, oder? Es ist sehr schwer. Ich spiele auch selber Handball, daher weiß ich, wie es ist. Es fehlt was, aber langsam wird es wieder besser, muss man echt sagen. Okay. Hast du Angst vor Corona vielleicht, Michelle? Nicht direkt. Ich habe Respekt davor, aber ich würde es nicht Angst nennen. Da in meiner Familie auch kein Risikopatient ist, habe ich nur Respekt, sage ich mal. Hast du jemanden erlebt, dass die schon Corona gehabt haben in deinem Freundeskreis oder von Verwandten oder von Familie oder so? Ja, ein guter Freund hatte es, aber er hatte auch keine Symptome, nur der Test war einfach positiv, aber keine Symptome, ihm ging es gut und Corona und vielleicht, ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Manche haben Angst vor Tod auch wegen Corona. Und hast du auch in diese Perspektive Gedanken gehabt, Michelle? ich hatte in der Hinsicht gar keine Gedanken, da ich nicht direkt Angst vorm Tod habe, aber ich habe viele Freunde, die so Gedanken haben, deswegen verstehe ich es auch. Und manche Leute auch haben Angst. Die jungen Leute sind gestorben. Vielleicht ich sterbe und das macht mir Sorgen. Und manche Leute auch denken, wenn ich sterbe, vielleicht gehe ich in die Hölle oder Himmel. In dieser Perspektive auch denken die Leute, weil das ist ewiges Leben. Ja, hier ist ganz gut und dort ist ganz großes Leben. Ja, und viele Menschen denken, komme ich in die Hölle oder Himmel. In dieser Perspektive auch denken die Menschen. Hast du auch in dieser Perspektive Gedanken gemacht oder gehört etwas so? Gedanken, ja, aber nicht nur in Bezug auf Corona, sondern das habe ich mir, die Frage habe ich mir schon öfters gestellt. Wenn ich sterben würde, komme ich in den Himmel oder in die Hölle oder was passiert nach dem Tod? Was wartet da auf einen? Was denkst du, was passieren wird nach diesem Leben? Ich kann es schwer sagen, ich habe da viele Gedanken dazu. Einerseits sage ich ja, okay, entweder halt Himmel oder Hölle oder es passiert gar nichts oder Wiedergeburt oder es gehen da so viele Gedanken im Kopf rum bei mir. Aber glaubst du, dass Gott existiert, ja? Ja. Glaubst du, dass Himmel oder Hölle existiert? Ja, schon. Wenn wir gute Personen sind, wir gehen in den Himmel. Aber wenn wir böse oder schlechte Personen sind, wenn wir nicht gute Personen sind, wir gehen bestimmt in die Hölle. Bist du gute Person, Michelle? Jein. Mal würde ich sagen, ja, ich komme in den Himmel. Manchmal mache ich aber auch Sachen, die ich im Nachhinein bereue, wo ich dann wieder sage, okay, das wäre jetzt eher ein Punkt, wo ich in die Hölle komme. Und aber im Endeffekt kann man sich nur überraschen lassen, sage ich mal. In Bibel geschrieben, in Zehn Gebote geschrieben. Kennst du vielleicht Zehn Gebote? Hast du irgendwann mal gehört? Ja, ob ich die jetzt aber aufzählen könnte, weiß ich nicht. Kennst du vielleicht ein oder zwei Gebote in Bibel? Vielleicht hast du 10 Gebote gehört, in der Schule auch. Wir lernen das. Kannst du eins oder zwei, wie viel kennst? Ehebrechen ist verboten, nicht morden, nicht lügen, glaube ich auch. Okay, das ist gut. Wie viel Mal hast du in deinem Leben gelogen? Oft, oft. Ich auch, Michelle. Hast du irgendwann mal in deinem Leben kleine Dinge gestohlen? Ja, von meiner Schwester, die Haargummis. Ich auch, ja, ich auch. Hast du vielleicht in deinem Leben deinen Eltern verunehrt, zum Beispiel respektlos sein, ärgerlich und zornig sein und so weiter? Ja. Bibel sagt, wir dürfen nicht unsere Eltern ehren, das sagt Bibel. Und hast du irgendwann mal in deinem Leben jemanden gehasst? Ich würde nicht direkt hassen sagen, ich mag die Person einfach nur nicht so besonders. Aber in Bibel ist es geschrieben, Jesus hat gesagt, dass wenn wir hassen jemanden, wir sind Mörder im Herzen sind. Das ist so ein hartes Gebot, ist das. So, hast du vielleicht in deinem Leben Gottes Namen als Flugwort benutzt? Oh mein, G-O-T-T sagen, oh mein, G-O-T-T sagen oder so? Das habe ich schon gesagt, ja. Das ist Gottes Lästerung. Das ist Gott hat diese ganze Schöpfung gemacht. Und würdest du deine Muttersname als Flugwort benutzen?
Bitte sage nein. Nein. Wir werden nie unser Muttersname als Flugwort benutzen, aber Gott hat ganze Schöpfung gemacht und wir dürfen nicht, dass im Alten Testament das ist geschrieben, dass wenn wir Gottes Namen lästern, dass es Strafe, Todesstrafe schuldig ist. So, Michelle, ganz kurz, du und ich haben wir gelogen, du und ich haben wir vielleicht kleine Dinge gestohlen, du und ich haben wir respektlos behandelt und du und ich haben wir Gottes Namen Flugwort als Flugwort benutzt. Aber es ist eine wichtige Frage, aber du musst nicht negativ denken. Wir werden alle sterben einen Tag. Wenn du heute stirbst, wenn du vor Gott stehst am Tag des Gerichts, fühlst du dich schuldig oder unschuldig wegen deinen Taten auf dieser Erde? Oh, schwierig. Einerseits weiß ich, dass ich auch ein guter Mensch bin im Herzen, aber ich habe auch viel gemacht, was nicht richtig ist. Also ich glaube, so ein bisschen schuldig würde ich mich schon fühlen. Wir werden alle schuldig fühlen. Ich weiß, dass du sehr freundlich bist, sehr nett bist. Ich verstehe das. Du bist sehr lieb, ich weiß es. Aber wir werden alle schuldig fühlen vor Gott, weil wir machen alle Fehler. Menschen sind Sünder. Aber wenn du schuldig fühlst vor Gott, und verdienst du damit Hölle oder Himmel? Eigentlich ja die Hölle. Ehrlich? Ja. Eigentlich die Hölle. Hölle. Aber macht dir es etwas Sorgen? Trifft es dein Herz? Ein bisschen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, das trifft Herz, weil wir sind schuldig vor Gott. Gott ist sehr rein und heilig. Er lügt niemals. Und er ist wunderbarer Gott. Und wenn wir sterben, wir sind schuldig vor Gott. Weißt du, Michelle, was hat Gott getan, damit wir in den Himmel gehen können, aber nicht in die Hölle? Weißt du, was hat Gott getan? Wenn du weißt. Jetzt so spontan gerade nicht. Gott hat getan, ich erzähle das jetzt. Du und ich haben wir gelogen, du und ich haben wir Gottes Gebote nicht gehalten, du und ich haben wir Gottes Gebote gebrochen. Aber vor 2000 Jahren, Gott kam als Mensch zu Menschen in Gnade, der ist Jesus Christus, er starb für dich und für mich, damit dass wir in den Himmel gehen können. Er nahm all unsere Schuld, all unsere Sünden, all unser Gericht auf sich und er starb für dich und für mich. Zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro schuld bist vor dem Amtgericht und du konntest nicht 10.000 Euro zahlen und der Richter sagt, du musst jetzt 10.000 Euro zahlen, aber du konntest nicht zahlen. Dann du rufst deinen Freund oder deinen Bruder, deine Schwester, irgendjemand und die kommen und die zahlen anstatt dir diese 10.000 Euro und der Richter sagt, okay Michelle, du kannst jetzt nach Hause gehen, weil dein Freund oder jemand gezahlt und deine Gerichtsverfahren sind stornieren, sagt er. Und du kannst nach Hause gehen. So ist es auch bei Jesus. Du und ich haben wir Schuld vor Gott. Jesus kam auf diese Erde. Er nahm all unsere Schuld, all unser Gericht auf sich. Er starb für dich und für mich, damit dass wir in den Himmel gehen können. Er ist so lieb. Er liebt dich sehr, sehr, sehr liebt. Und er hält dich sehr fest. Und heute spreche ich mit dir. Du bist lieb. Und Gott leitet auch mit dir zu reden, weil du erkennst, dass du mit ihm lebst, ganze Leben. Und automatisch, du wirst auch ganz Leben in den Himmel auch leben. Und wir sollen nur zwei Dinge tun, Michelle, damit dass wir in den Himmel gehen können. Das dauert ganz, ganz wenige Zeit in unserem Leben, nur eine Minute vielleicht. Du und ich haben wir Gottes Gebot nicht gehalten. Aber wir sollen nur zwei Dinge tun auf dieser Erde. Eine Ding ist bekennen vor Jesus. Jesus, vergib mir, ich bin schuld, ich bin Sünder. Bitte vergib meine Sünden. Und das zweite Ding ist, glauben an Jesus, dass er für dich gestorben ist und dass er in den Himmel führt. Zum Beispiel, wenn du in Zukunft irgendwann mal nach USA oder so fliegst, plötzlich gibt es technisches Problem im Flug. Der Pilot sagt, Michelle, wir müssen alle jetzt rausspringen, sonst werden wir alle sterben. Und wir müssen jetzt Fallschirm ansehen und rausspringen. Wenn du Fallschirm ansiehst, du wirst mit 8 km pro Stunde auf dieser Erde landen. Wenn du mit eigenen Händen rausspringst, du wirst sicherlich sterben, ich werde auch sicherlich sterben. So ist es auch. Wir können nicht mit unserer eigenen Wege, wenn wir gut sein auf dieser Erde, wir können nicht in den Himmel gehen. Er macht Fehler, er macht auch manchmal gut. Aber wir können in den Himmel gehen, wenn wir Jesus ansehen, wie du Fallschirm ansiehst. Wir müssen Jesus vertrauen, wie du Fallschirm vertraust, damit dass du in der Erde landest. So musst du auch Jesus vertrauen und glauben, dass du in den Himmel kommst. Das ist die wunderbare Botschaft, was Jesus getan hat für dich und für mich. Macht das Sinn, Michelle? Es macht sehr viel Sinn. Das freut mich sehr. So, wir müssen zwei Dinge tun, wie ich gesagt habe, bekennen und glauben an Jesus. Wann würdest du das tun, Michelle? Eigentlich immer. Würdest du jetzt tun? Schon.
Ist es okay, wenn ich für dich bete? Gerne. Jesus, vielen Dank für diesen Tag, dass du uns geschenkt hast, für Michelle und ich, dass wir heute reden dürfen. Sie ist in der Schule. Bitte hilf sie, dass sie gute Noten bekommt und dass sie gute Zeit in der Schule hat und nicht angesteckt wird wegen Corona. Und bitte hilf auch Michelle, dass sie ein wunderbares Kind für dich auf dieser Erde sein kann und dass sie dich kennenlernen kann und von Bibel lernen, lesen kann und ihre Sünden bekennen kann und dich als Heiland, als Retter nehmen kann und dich verherrlichen und dich ehren. Und bitte hilf ihr, dass sie gute Gesundheit hat in dieses Leben und auch Kraft in allem, was sie tut. Bitte hilf ihr, Jesus. Bitte gib deine Hand zu Michelle und bitte hilf ihr allerseits. Amen.